Webseite. Bei mir auf der Bühne ist Pascal, er ist bei der digitalen Gesellschaft aktiv und kann über die Swiss Privacy Foundation dazu. Und Pascal studiert an der HSR und beschäftigt sich dort mit verschiedenen Aspekten der angewandten IT-Security und Privacy, insbesondere in den Bereichen Anonymisierung, Transportverschlüsselung und kryptografische Systeme. Heute stellt er uns die Transportverschlüsselung für DNS vor. Er macht eine kleine Einführung, wie das Domain Name System funktioniert und zeigt uns dann diese zwei neuen Technologien oder Standards, die es gibt, wie die funktionieren, DNS over TLS und DNS over HTTPS. Ja, die bin ich. Kann man mich gut verstehen, denke ich. Ne? Vielleicht einleiten kannst du kurz, wer hat schon von DNS over TLS oder und DNS over HTTPS gehört? Eigentlich alle, ne? Okay, wer hat DNS over TLS schon genutzt? Weniger. Wer hat DNS over HTTPS schon verwendet? Ein bisschen mehr, so wie es aussieht. Okay, wunderbar. Gut. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich studiere Informatik, ich unterrichte an einer höheren Fachschule in Zürich auch Informationssicherheit. Ich interessiere mich für verschlüsselte Kommunikationssysteme und kümmere mich bei der digitalen Gesellschaft hauptsächlich um die technischen Fragestellungen. Wer mit mir in Kontakt treten möchte, kann das am besten über Mail tun oder alternativ über Twitter. Gut, ganz rudimentär gehen wir vor kurzem schnell durch. Überblick DNS, was wollen wir? Wir wollen eigentlich Namen auflösen, Eiterpressen, sonst tut da gar nichts. Das Ganze geschieht üblicherweise am Beispiel eines Browsers folgender Maßen, also sprich ein Firefox in dem Fall möchte eine Verbindung zum Webserver der digitalen Gesellschaft aufbauen, braucht dazu die IP-Adresse, geht über das Betriebssystem für die Namensauflösung, welches wiederum einen DNS-Resolver verwendet, welcher konfiguriert wurde. Und von da gibt es die IP-Adresse, alles zurück bis zum Browser, wo dann die Socket-Verbindung aufgebaut wird, so zu der grundlegenden Kommunikation einer Applikation. Ein DNS-Resolver hat eigentlich, oder Resolver-System hat eigentlich so ein bisschen folgenden Aufbau. Diese Slides habe ich drin, eigentlich hauptsächlich, um kurz zu demonstrieren, wir werden uns eigentlich in diesem Vortrag diese Kommunikation, für diese Kommunikation interessieren, also zwischen dem lokalen System und dem eigentlichen Resolver, den wir verwenden möchten. Üblicherweise gibt es so drei typische Setups, welche wir vorfinden für diese Thematik und in diesem Bezug. Das ist ein bisschen das Zuhause-Setup, wo ich einen Access Point habe und eigentlich dann direkt den Resolver, den DNS Resolver oder am Server meines ISPs verwende. Also ich leite das einfach durch, welcher dann die Auflösung macht. Im Firmenumfeld habe ich dann öfter so das Setup, dass ich den namensauflösenden Server bereits im Netzwerk genannt habe und von daher die Namensauflösung macht, das hat einige Vorteile, zum Beispiel für interne Namensauflösungen. Und wenn ich das aber als externen Resolver, also beispielsweise jene von Google oder Cloudflare verwende, dann habe ich den Resolver dann eigentlich wieder im Internet draußen und verbinde mich vom Client direkt auf diesen Server, welcher für mich dann effektive Auflösung der Namen. Das Ganze hat so ein bisschen zwei typische Angriffsvektoren, die wir haben. Wir haben zum einen die Kommunikation, die einfach mitgehört werden kann von einem passiven Angreifer. Jetzt in diesem Fall halt die Kommunikation von Client zum Access Point allenfalls. Oder uns die Kommunikation von meinem Internetanschluss bis zum ISP, zum Resolver, wo ich halt Cleartext meine Namen, die ich gerne aufgelöst haben möchte, schicke und die IPs zurückbekomme. Und für einen aktiven Angreifer haben wir natürlich dieselben Problematiken, aber hier haben wir halt den Umstand, dass effektiv IP-Adressen oder Namen umgeschrieben werden, um beispielsweise auf irgendeine Scan-Seite weiterzuleiten. Das ist so ein bisschen die Situation, die wir haben. Dazu ein Wort zum DNS-Sec. Das spielt halt insofern auch mit einer Rolle, weil wir grundsätzlich die Kommunikation verschlüsseln oder sichern machen möchten.
DNSSEC ist wunderbar nur kompatibel mit DOT und DOH, betrifft aber eigentlich nur, einfach gesagt, die Kommunikation von Resolver zu den einzelnen Namensservern, nicht aber die Kommunikation vom Client bis zum einen effektiven Resolver. Das so dazu. Jetzt, ja, kurz den Überblick, was haben wir mit DNS? Also wir haben es seit den 80ern, hat sich bewährt, ist schon gealtert. Wir haben das Problem der Vertraulichkeit als Cleartext, sprich kann mitgehört werden von jemandem, der dazwischen sitzt. Wir haben Einschränkungen in der Integrität. Dieses Schutzziel haben wir halt mit DNSSEC nur teilweise gegeben. Nicht alle Domänen verwenden auch DNSSEC. Das ist so ein bisschen die Situation dazu. Und was wir dazu sagen können, ist, die DNS-Konfiguration ist eine Systemkonfiguration, sprich mein Notebook, mein Betriebssystem hat entsprechend Adressen X manuell konfiguriert oder hast du per DHCP bekommen. Ich als User habe da eigentlich relativ wenig Einflussmöglichkeiten. Diese Art von Setup erlaubt uns ein Split-DNS-Setup, was wir wiederum häufig im Firmenumfeld haben, und die Auflösung von internen oder lokalen Namen, was wir auch eher bei Power-User zu Hause oder in der Firma haben möchten. Gut, jetzt so die Grundidee, also was wir eigentlich wollen, ist die Kommunikation zwischen dem Client und dem Resolver zu sichern. Das ist also der Punkt, wo mitgehört und mitgeschrieben werden kann oder verändert werden kann. DNS over TLS und DNS over HTTPS haben eigentlich da das gleiche Ziel, das sie erreichen möchten. Sie machen es ein bisschen unterschiedlich, aber schlussendlich geht es genau um diese Kommunikation, die verschlüsselt werden soll. Das gibt uns natürlich dann die Vertraulichkeit, da der Verkehr verschlüsselt ist und auch den Gewinn der Integrität, dass wir nicht oder kann nicht mehr verändert werden von einem anderen Greifer, der da den Verkehr über sich geroutet hat. Gut, DNS over TLS, so das erste Thema, das wir dazu anschauen, ist 3 Jahre alt mittlerweile fast, gibt es schon länger, ist rudimentär oder vereinfacht gesagt eigentlich nichts anderes, als dass die Kommunikation, die wir über UDP haben, jetzt neu über TCP läuft, über einen TLS-Kanal, aber die Messages, die wir verschicken, sind eigentlich genau die gleichen wie vorher bei DNS und UDP. Wir uns standardisiert wurde dazu der Port 853 als zusätzlicher Port, den gab es bis jetzt so nicht oder wurde bis jetzt so nicht genutzt. Und DNS over TLS hat die 2 Betriebsmodis. Also ich als Client, welcher DNS over TLS verwenden möchte, muss oder kann mich entscheiden, möchte ich das Ganze opportunistisch betreiben oder im strikten Modus, was eigentlich so viel bedeutet wie: Sollte ich keine Kommunikation aufbauen können zu meinem DNS-Resolver über den verschlüsselten Kanal, dann falle ich zurück auf ein Fallback, was wieder mein Geist hat, und mache ich einfach DNS unverschlüsselt wie bisher über UDP 53. Oder aber, wenn ich mich dafür entscheide, dass ich einen Hardfail haben möchte, also sprich, dass ich wissen möchte oder immer zwangsläufig einen verschlüsseln möchte für meine Auflösung der Namen, dann habe ich eigentlich die Situation, dass sobald ich die Verbindung nicht aufbauen kann zu meinem Resolver auf Port 853 TCP, dass gar kein DNS funktioniert. Ein DNS heißt eigentlich kein Internet, kein Web in dem Fall. Das sind so die 2 Betriebsmodi, die man da hat. Und wenn ich DOT konfiguriere, muss ich mich in der Regel für eines von beiden entscheiden. Das kann man willentlich machen oder halt einfach ignorieren, indem man die Autokonfiguration verwendet und die ist dann eigentlich immer gut. Meistens. Ja, DOT auf einen Blick. Wir machen das ganz normale DNS über TCP TLS. Wir haben Möglichkeiten zum Pipelining, was ein bisschen Performance betrifft. Die Verfügbarkeit ist so ein bisschen ein Thema, sprich, wenn ich eben einen Angreifer bin, der zwischen Client, zwischen Alice und Bob als Resolver Server sitzt, dann kann ich eigentlich einfach von Port 853 blockieren und hoffen, dass der Client opportunistisch konfiguriert wurde. Was dann passiert ist, dass er einfach auf die Cleartext-Variante zurückfällt. Ich als Nutzer dieser DOT-Konfiguration auf meinem Client bekomme dann eigentlich gar nichts mit, denen es funktioniert. Und ich sehe dann eigentlich nirgends irgendwie, dass es jetzt nicht mehr verschlüsselt ist, sondern nur noch Clear.
Bibeltext, sondern es läuft einfach. Und als Angreifer bin ich dann halt wieder in der Position, um da mitzulesen und zu verändern. Wenn ich das strikt mache, dann habe ich kein Internet. Das merke ich dann relativ bald. Auch hier haben wir so eine typische Systemkonfiguration, sprich ich konfiguriere mit Daemon oder ich konfiguriere mit meinem Betriebssystem entsprechend oder es wird für mich konfiguriert, dass ich das nutze. Das Ganze mache ich dann eigentlich im Normalfall über den Hostnamen oder über die IP-Adresse. Wieso Hostnamen zusätzlich? Das ist eins der Umstand mit der TLS-Verschlüsselung. Wir haben ein Zertifikat, das uns angezeigt werden möchte und wir möchten ja auch gerne validieren, dass das Zertifikat das korrekte ist. Sprich, heißt aber auch wiederum, wenn wir einen Hostnamen konfiguriert haben, dann müssen wir diesen erst in eine IP-Adresse auflösen und das machen wir dann auch wieder über Clear-Text. Das ist so ein bisschen, was DOT macht und bietet, ist eigentlich relativ übersichtlich, denke ich, und hat durchaus seine Anwendungszwecke. Bei DOH ist sehr neu, oder der Standard ist erst kürzlich verabschiedet worden, machen wir das genau gleiche, einfach über einen HTTPS-Kanal. Sprich, wir packen die DNS-Messages, also die Queries und Answers, in eine normale HTTP-Anfrage und schicken die sozusagen einen Webserver, der uns dann die Antwort auflöst oder die IP-Adresse auflöst. Das ist insofern interessant, weil es uns eigentlich neue Anwendungsmöglichkeiten bietet. Also wir haben dadurch eigentlich die Möglichkeit, dass Web-Applikationen, zum Beispiel der JavaScript, Namensauflösungen erledigen können, indem sie halt einfach einen Web-Request an einen Server machen. Wir sind also aus der Web-Applikation nicht mehr zwangsläufig angewiesen, dass wir über das Betriebssystem die Namensauflösung machen können oder müssen. Webserver oder Resolver haben die Möglichkeit, Push-Nachrichten, also sprich selbstinitiierte Nachrichten im Client schon vorweg zu schicken. Das kann insofern dann interessant sein, wenn ich eine Web-Applikation habe oder eine News-Seite, die auf verschiedene andere externe Seiten verlinkt, dass ich halt schon die Auflösung, die der Client dann zukünftig sowieso oder eventuell machen wird, einfach schon mitschicken kann, dass das Ganze halt beschleunigt wird. Und bei Programmiersprachen und Frameworks gibt es halt auch wieder die Möglichkeit, dass es relativ simpel ist oder häufig anzutreffen ist, dass wir irgendwie HTTP-Anfragen machen können oder eine HTTP-Verbindung aufbauen können. Auch da sind wir dann nicht mehr angewiesen auf die Namensauflösung des Betriebssystems oder darüber, über das Betriebssystem gehen zu müssen, sondern können es selbstständig erledigen. Ich denke, das ist eigentlich so der interessanteste Aspekt, dass wir da eine wirklich neue Möglichkeit haben, Namen aufzulösen mit DOH. Was das Ganze wirklich ein bisschen verändert im Gegensatz zu DOD. Nochmal kurz auf einen Blick, was wir haben. Wir haben auch DNS-Messages und Answers, die wir verschicken über TCP/TLS/HTTP, also sprich HTTPS. Wir haben Multiplexing, auch hier die Beschleunigung, dass es mehrere Anfragen über einen Kanal asynchron beantwortet werden können. Zum Schutzziel der Verfügbarkeit haben wir jetzt eigentlich den Umstand, dass es sehr schwierig zu blockieren ist als Betreiber eines Access Point oder als sonstige Instanz, die irgendwie Internet anbieten, weil der Verkehr normal HTTPS gleich wie dort eigentlich ist. Also ich kann nicht unterscheiden, ob ich jetzt eine Namensauflösung mache oder einfach eine Webseite besuche. Also da haben wir einen sehr interessanten Aspekt dazu gewinnen. Und die ganze Konfiguration ist jetzt eigentlich kommt weg vom System hin zur Applikation, hin zum User. Also ich als User habe viel einfacher die Möglichkeit zu bestimmen, möchte ich einen eigenen HTTPS Resolver verwenden, einen DOH Resolver verwenden und nicht den nutzen, den beispielsweise meine Firma mir vorgegeben hat. Das Ganze geschieht dann über eine URL, die Konfiguration. Auch hier haben wir wieder den Umstand, dass wir zuerst aus der URL die eigentliche IP-Adresse bekommen müssen, bevor wir sprich, es wird auch, je nachdem, wie man es konfiguriert, erst mit einer normalen Namensauflösung in Cleartext gemacht. Sobald ich die IP-Adresse habe, wird nur noch über TLS, also HTTPS kommuniziert. Gut, ja, es gibt, wie wahrscheinlich auch die meisten schon wissen, einige Kooperationen respektive große kommerzielle Anbieter, die bereits DNS over TLS anbieten und auch DNS over HTTPS, also die Schnittmenge ist da eigentlich
Die geben mittlerweile, weil es eben momentan betrieben wird, angeboten. Und ja, das hat so seine Möglichkeit. Wir möchten eigentlich als digitale Gesellschaft hier ansetzen und eine Alternative zu kommerziellen Anbietern bieten. Deshalb haben wir uns eigentlich ein bisschen zusammengesetzt und ausgedacht, wie ein solches Setup aussehen könnte und haben das entsprechend aufgebaut. Und entsprechend bleiben wir jetzt seit Anfang des Jahres TLS over TLS Resolver Infrastruktur und TLS over HTTPS Resolver Infrastruktur unter diesen Adressen. Also die sind öffentlich nutzbar und können verwendet werden, wer das so möchte. Warum tun wir das? Ja, wir betreiben ja verschiedene Services für die Öffentlichkeit, die Anonymität und die Privatsphäre im Netz erhöhen. DNS gehört auch dazu. Und wir möchten vor allem halt einfach eine Alternative zu größeren kommerziellen Anbietern schaffen. Die Eigenschaften, also wie haben wir unser Setup konfiguriert? Relativ naheliegend, wir möchten eigentlich nicht groß da irgendwie, wir machen kein Login, wir machen keine Traffic-Analyse, sondern Dinge, die laufen einfach und die können benutzt werden. Es geschieht kein Blocking, also Namen werden aufgelöst, wir haben keine Sperrlisten oder ähnliches. Wir versuchen auch von der kryptografischen Konfiguration möglichst aktuell zu sein, das heißt, wir haben momentan nur TLS 1.2 zur Verfügung und TLS 1.3 natürlich den Anbieter. Wir machen DNS-Validierung, DNS-Minimization ist auch konfiguriert und die Standorte sind in der Schweiz. Hat mehr damit zu tun, wer viel reist oder nächste Woche in Australien ist oder in Neuseeland, muss halt wissen, dass seine Anfragen eben in die Schweiz gehen und da kehren und halt nicht irgendwie über Anycast weltweit auf unsere Server vor Ort verschickt werden. Ja, die Konfiguration, für die, die es noch nicht gesehen haben, ist eigentlich in zweierlei Setups relativ einfach. Das eine ist in Firefox. Da gibt es über die Network Settings eigentlich die neue Konfigurationsmöglichkeit, einen DOH-URL zu konfigurieren. Das ist defaultmäßig ausgeschaltet und kann über eine Custom-URL umgepult werden. Wer es default lässt, der geht einfach über Cloudflare. Die andere Möglichkeit und einzige einfache Möglichkeit ist von Google Android Version, also ab Version 9, wo auch da eine Konfiguration von DOT möglich ist. Auch hier kann man unsere Services nutzen, indem man das entsprechend konfiguriert. Vielleicht da wichtige Anmerkung, Google hat in der aktuellen Konfiguration den Strict Mode, also sprich, wer diesen Server verwendet und an einem Ort ist, an dem TCP-Port 853 blockiert ist, wie sage ich immer, der hat kein Internet. Also man merkt es dann relativ schnell. Hingegen, wenn man den automatischen Modus verwendet, der natürlich auf Google zeigt, da haben wir dann ein opportunistisches Ding, also da gibt es noch einen Fallback. Das ist eigentlich noch interessant an diesem Punkt. Ja gut, jetzt ist also die Frage, ja, soll ich jetzt ein Resolver-System nutzen, eine Instanz, der ich vertraue? Oder soll ich vielleicht das ganze Doc selbst aufbauen? Insbesondere auch, wenn ich vielleicht irgendwie ein größeres Netzwerk betreue, kann es durchaus interessant sein, die Infrastruktur auch einfach selber zur Verfügung zu stellen. Wir möchten das oder eigentlich unsere Erfahrungen teilen, die wir gemacht haben bei unserem Setup und kommunizieren das eigentlich da relativ offen, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Wir haben schlussendlich uns für Unbound als eigentlichen Namensserver-Resolver entschieden. Wir haben ein Setup mit einem Nginx Reverse Proxy, das sehen wir dann gleich, wie das aufgebaut ist, welcher die ganze Kommunikation entgegennimmt und verteilt. Auch das ganze TLS-Offloading, also die Handshake und die ganze Krypto befindet sich eigentlich an diesem Nginx-Knotenpunkt. Und hintenrum verwenden wir dann noch einen DOH-Proxy, der die ganze Kommunikation für DOH macht. Jetzt unser System basiert auf Ubuntu, wir haben Krypto-Library natürlich, wir haben als erste Instanz dann eigentlich unseren Unbound, der die ganze Namensauflösung macht, also sprich die Namen in IP-Adressen und vice versa umschreibt. Wir haben den DOH-Proxy, welcher normal hintenrum oder intern über UDP 53 Milliarden kommuniziert.
und wir haben den Stieß als Einstiegspunkt gegenüber außen. Also Anfragen werden entweder via DOT, also 853, an den MX geleitet, welcher dann wiederum direkt anbaut als Einstiegspunkt hat für die Namensauflösung und die Kommunikation mit SOSHAT und der Einstiegspunkt über HTTPS Support, Wi-Fi 3 TCP, geht über Nginx und den DOH Proxy. Also die ganze Logik für DOH ist eigentlich in dieser blauen Komponente ausgelagert und ist auch austauschbar. Wir haben uns für dieses Setup entschieden, weil der ganze Standard oder beide Standards sind relativ neu. Es wird sich so ein bisschen zeigen, welche Software sich da wirklich dann bewährt, durchsetzt, auch längerfristig. Insbesondere DOH ist vieles noch ein bisschen experimentell, würde ich jetzt da als richtiges Wort denken. Gut, wir haben zwei Systeme, die redundant sind und eigentlich die Last verteilen sollen, soweit möglich. DNS1 digitalegesellschaft.ch und DNS2, die sind beide unter DNS.digitalegesellschaft.ch erreichbar. Natürlich auch per Legacy-IP und natürlich IPv6. Die Zusammenarbeit haben wir mit dem Verein Community Rec. An dieser Stelle möchte ich mich auch da bedanken. Also unsere Server werden von diesen netten Menschen gehostet. Gut, ja, eigentlich so abschließend möchte ich noch ein, zwei Fragen ein bisschen offen in den Raum stellen. Ich denke, das sind Fragen, die wir auch noch diskutieren müssen, also als Gesellschaft, als im Allgemeinen, weil der ganze Umbau, der momentan stattfindet und die Möglichkeiten, die wir uns da bieten, haben auch die eine oder andere Tücke. Also was wir prinzipiell haben, ist, wir haben verschiedene Anbieter, ganz viele in dem Fall, also Cloudflare, die digitale Gesellschaft, die hier jetzt. Wir können aber immer nur einen gleichzeitig konfigurieren, also wir müssen eigentlich da ziemlich genau wissen, welchen Anbieter wir da möchten. Eine der kritischen oder der Hauptfragestellungen ist, das führt es zu einer Zentralisierung von DNS, also sprich, wenn ich halt Resolver im Internet anbiete und alle die verwenden, werden dann halt alle Anfragen nur noch von einigen wenigen Anbietern gemacht. Ist das ein Problem? Was sind die Freiheiten, die ein User gewinnt, indem er insbesondere DOH als Tool bekommt, das er konfigurieren möchte? Was sind die Probleme für die Admins, die vielleicht gar nicht wollen, dass User in der Lage sind, eigene Namensauflösungen zu machen? Insbesondere ist da vielleicht ein Problem, dass ich als Admin interne Namen auflösen möchte bei mir und die Systeme auch im internen Netz erreichbar sind. Auf der anderen Seite möchte ich auch als Admin vielleicht nicht unbedingt, dass meine User internen Namen gegen außen kommunizieren. Das ist sicher eine Thematik, die uns noch beschäftigen wird. Und dann das Weitere, also wie konfiguriere ich die Systeme meiner Mitmenschen? Also ich nehme ein bisschen deren Entscheidungsmöglichkeit, wenn ich einfach hingehe und sage, ja gut, ich muss jetzt nur hier klicken und da DNS eingeben und dann bist du sicher. Ist das wirklich sicher? Dann muss ich ziemlich genau wissen, welchen Anbieter ich da empfehle oder konfiguriere. Weil DNS ist Middleware, das ist eben, das läuft im Hintergrund, ist nicht wirklich sexy sozusagen und wenn plötzlich kein Internet mehr da ist, dann muss man selbst mal drauf kommen, dass es vielleicht ein DNS liegen könnte, den man vor einem halben Jahr konfiguriert hat. Ja, und schlussendlich weiß der User, was er oder sie konfiguriert. Also ist es wirklich klar, wenn man eine DNS-Konfiguration anpasst, dass die Namensauflösung von dieser Instanz gemacht wird? Was bedeutet das? Ist es ein Privacy-Verlust oder nicht? Gewinne ich etwas? Das sind so Fragen, wo ich denke, sind beide Technologien, also DOT und DOH, offen und noch nicht abschließend geklärt oder muss vielleicht noch jede Person für sich selbst irgendwie mal im Kopf mindestens durchgehen. Abschließend möchte ich eigentlich mit einem Ausblick, also wir haben jetzt DNS, es geht in Richtung Kryptographie, was grundsätzlich unterstützenswert oder begrüßenswert ist, wir wollen da irgendwie die Kommunikation absichern. Die Grundlage bleibt aber eigentlich gleich, also wir machen immer noch normales DNS, wir haben nicht ein komplett neues System, wir haben nicht einen komplett neuen Ansatz, wir machen eine normale Auflösung mit Queries und Answers, verpacken die halt einfach anders als vorhin. Ich betrachte es jetzt eher als
eine Art Evolution oder evolutionären Ansatz, nicht die Revolution. Wir haben die Grundlagen bei den genau gleichen, ist kompatibel. Und ja, wir werden sehen, also wie sich das Ganze entwickelt, ist momentan, denke ich, noch relativ offen, was sich von beiden durchsetzen wird, was sich in welchen Bereichen durchsetzen möchte. Und auch unsere Services sind primär einfach da für die, die sie verwenden möchten. Wir möchten eine Alternative bieten und einfach bereit sein, wie das halt in einem halben Jahr, Jahr aussieht. Das wäre es von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Interesse. Danke, Pascal. Ja, wir haben noch 5 Minuten Zeit für Fragen. Gerne. Schnelle Frage. Bei DOH, wie profitieren nicht Webservice-basierte Funktionen in einem Netzwerk von dem DOH, von der Verschlüsselung? Mein Verständnis ist ja eigentlich gar nicht. Also, wer profitiert? Nicht web-service-basierte Funktionalitäten, E-Mail, H, ja. etc. pp., die auch auf DNS aufsetzen. Ja. Ja, also primär ist es eigentlich so, schlussendlich muss ich eine Möglichkeit haben, einen Client zu konfigurieren. Also sprich, ich kann durchaus bei mir lokal einen Daemon oder eine App verwenden, die DOH spricht. Und das dem System eigentlich zur Verfügung stellt. Also sprich auch eine Nicht-Web-Applikation, die eigentlich gar nichts, SMTP als Beispiel, die dann aber einfach den lokalen Server verwendet, der wiederum halt DOH verwendet, kann davon profitieren. Das heißt, der E-Mail-Client muss auf den Firefox umgehoben werden? Nicht auf den Firefox in dem Fall, sondern auf die lokale Konfiguration, die DOH unterstützt. Also du machst ja, aber nur im Firefox vorgegeben wird. Firefox ist die einzige Applikation, die momentan DOH nativ unterstützt. Ja. Aber es gibt in den Syndrit-Software die DOH nachrüsten für das eigene System und dann eigentlich als DNS-Resolver lokal hört und da per DOH dann aufsprechen kann. Oder DOT. Du hast es angesprochen, die Zentralisierung kann jetzt ein Problem werden. Und insbesondere mit DOH sehe ich da das Problem, dass die Abfragen ja nicht mehr vom System-Wide Resolver kommen, sondern wirklich von dem User, vom Browser. Und bei HTTP hat man ja die schönen Möglichkeiten, mit Browser-Fingerprinting und mit Cookies auch über lange Zeit festzustellen, wer ist der User. Und ich denke, das ist dann schon ein größeres Problem, wenn der Name-Server mich identifizieren kann und sehen kann, was für Abfragen ich mache. Sehr guter Punkt, also da habe ich genau, was ich mit HTTP machen kann, vor- und nachteilig, auch insbesondere Cookies, das habe ich bei DOT. Wie ist das eigentlich mit der DOH und dem Geldspiel, Geldsperrengesetz und so? Also es gab ja auch mal so Diskussionen bei Firefox, das standardmäßig einzuschalten. Dann haben wir eigentlich auch direkt gleich schon die Circumvention-Technologie eingebaut, oder? Also bei Firefox und DOH wird ab Version 62 angeboten, ist aber defaultmäßig noch ausgeschaltet. Da gab es ja ein bisschen Rummel, weil Mozilla in dem Fall eigentlich einen Vertrag mit Cloudflare abgeschlossen haben, im Sinn von, dass Cloudflare da nicht mitschreibt, würde Mozilla sich entschließen, Firefox defaultmäßig mit einem DOH-Service auszustatten und zu konfigurieren, dann werden eigentlich lokale Zensur- oder Blockiermechanismen automatisch ausgehebelt. Ob sich Mozilla so weit, ich sage es mal, aus dem Fenster lehnt und da eine Default-Konfiguration auf einen amerikanischen kommerziellen Anbieter macht, denke ich jetzt eher weniger. Weitere Fragen? In der guten alten Zeit, da konnte ich noch schauen, welche DNS-Abfragen von meinem lokalen Gerät aus laufen, indem ich einfach in etc resolve.conf einen lokalen Resolver tue und dem seine Logs anschaue. Wenn jetzt da einzelne JavaScript-Haufen selber solche Abfragen machen,
stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor. Kannst du mir dazu vielleicht ein paar gute Tipps geben? Ja. Durch DOH wird genau diese Möglichkeit gegeben und natürlich entsprechend die, das muss so sagen, es gibt momentan meines Wissens noch keine, noch nicht einen Standard oder eine Funktionalität in den JavaScript-Standard, das einfach erlaubt, das Spiel, man muss dann schon noch seinen Request bauen und entsprechend die Anfrage laufen haben, was aber nicht ein Hindernis unbedingt ist. Wenn es ein Anbieter einer Webseite machen möchte, dann kann er das momentan tun. Und das Ganze geschieht dann halt im Kontext des Browsers, welcher nicht zuständig ist, mitzuloggen im Sinne eines Logfiles. Also da verliert man effektiv Übersicht, um es so zu formulieren. Das Ganze ist dann halt auch, wenn ich das mitschreiben möchte, verschlüsselte HTTPS-Kommunikation. Da wird man ein bisschen blinder. Ja, wie ist das dann mit dem Adblock und so, wenn der Browser einfach selber was machen kann? Also U-Matrix funktioniert so, dass man da anklicken kann. Und wenn da die Zeitungen da selber was, also sieht der Browser dann nur den Host oder die IP und wie geht das dann? Ja, auch gute Frage. Ich weiß nicht im Detail, wie Adblocker da vorgehen. Prinzipiell aber, wenn ich als Add-on eigentlich im Browser drinnen hange, dann habe ich unter Umständen die Möglichkeit, halt eben die Requests für Namensauflösungen mitzubekommen. Ich denke einfach mal, dass es in die Art möglich ist. Wenn ich das über DOH einfach in das Bild löse, dann habe ich das nicht mehr. Also dann sehe ich da nicht die Dinge. Was aber nach wie vor stattfindet, ist ja eigentlich der Request, etwas zu holen, der passiert immer noch vom Browser, da hat immer noch ein Adblock die Möglichkeit zu unterbinden, dass ich halt eine Verbindung auf diese Adresse blockieren möchte. Und dann sieht die U-Matrix ja nur dns.zeitung.ch. Dann sieht ja U-Matrix nur dns.zeitung.ch und die Adresse. Punkt. Ja, können es so umgehen. Ja. Müsste man anschauen, ja. Guter Punkt. Eine letzte Frage vor der Mittagspause. Durch DOH gibt es ja die Möglichkeit, dass jeder Webserver auch eben die DNS-Funktionalität zur Verfügung stellen kann. Gibt es da auch Interesse, dass man durch DOH eben die Zentralisierung wieder dezentralisieren kann? Das ist einer der Punkte, der momentan, also mit dem Standard eben beschrieben, noch irgendwie in der Gesellschaft, der Community groß besprochen oder fertig gedacht ist. Prinzipiell bietet sich DOH an, auf jedem Webserver einfach mitzulaufen mit dem entsprechenden Pfad, kann ich da irgendwie Auflösungen machen. Oder anders gesagt, wenn ich eine Verbindung zu einem Webserver habe, dann kann ich irgendwie die Verbindungen zu dem nächsten Ziel, das ich ansurfen möchte, allenfalls schon darüber auflösen. Ich denke, aus der aktuellen Perspektive wäre das eine Möglichkeit, in welche sich DOH entwickeln könnte, ist momentan aber nicht so angedacht. Also so wie jetzt DOH konfiguriert wird, also wie wir das jetzt anbieten, ist es wirklich als 1:1-Satz, wie es vorhin auch schon war mit UDP 53, an einem dedizierten Server, der eigentlich nur das macht. Könnte aber in Zukunft durchaus in eine solche Richtung gehen, passiv oder nebenbei auf einem Webserver auch noch angeboten. Danke vielmals. Oscar, nochmals ein Klang.